Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 28 von Astronia. Ja, der Kollege Mordrak hatte mir geschrieben, dass wir hier ja Kohlenstoff machen. Der Kohlenstoff wäre für Generator, einen größeren Generator, den wir da bauen können. Ich glaube, den müssten wir dann mal erforschen wahrscheinlich. Und wenn wir den erforscht haben, dann ja, können wir dann feststellen wahrscheinlich. Nee, das war falsch. Ich muss das. Wo ist denn jetzt hier? Wo ist mein Mauszeiger? Ah, da. Ja. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir hier so haben. Was brauchen wir denn noch? Immer noch das Dynamit. Das brauchen wir ewig. Ich nutze einen Hand. Ach so, ja. Was wir noch machen müssen, ist das Intro abspielen, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro machen wir gleich weiter, ne? Bis gleich. Jetzt schauen wir mal. Schredder, Schrott und Handel. Gegenstand kriegen wir dann. Klar, was müssen wir nutzen? Eine Handelsplattform um Ressourcen. Okay, ich muss eine Handelsplattform dafür haben. Keine Ahnung, wo die jetzt ist. Wir müssen das mal gerade ein bisschen so ziehen, dass ich besser sehe. Also, wir gehen mal auf Tab und gucken mal nach dem Generator. Weil ich gerade auch schon wieder gehört habe, dieses Jingeln. Das bedeutet doch, dass wir zu wenig Strom haben, oder? Okay, ich könnte einen kleinen Generator basteln. Aber ich glaube, wir sollten mal nach dem größeren gucken, ne? Hier ist doch so Licht, oder? Flutlicht. Ja, Flutlicht können wir jetzt machen. Warte mal, wir haben 3.372. Okay, das ist noch zu wenig. 3.750 war fürs Dynamit, ne? Boost-Modus. Was ist das denn hier? Das ist Dynamit, ne? 3.750 passt. Feuerwerk. Ne, das brauchen wir jetzt nicht. Hupologische Figur, Geländeanalysator, Sondenscanner, Treibstoff, was war das? Feststoffsprungbooster, Hydrazin, Jetpack, Hoverboard, Bohranpassung, okay. Irgendwo jingelt's jetzt hier. Ich werde mal gerade mal lieber gucken. Also die Batterien sind jetzt am Vollladen, okay. Irgendwie passt das mir noch nicht so ganz. Ich warte mal, hier müssen wir erstmal den noch dahinterher stecken. Den da rein, damit das weiterläuft. Wir haben ja noch nicht genug Punkte. Und dann sollten wir vielleicht unseren Trecker nehmen und dann nochmal schauen, dass wir da unten was abbauen, oder? Ah ja, die Batterie haben wir schon dran. Und das hier, das war die Einmalgeschichte, die da oben hängt. Die lädt sich ja von alleine leer. Aber das ist dann auch okay, ne? So, dann wollen wir mal schauen, dass wir da hinkommen, wo unsere Einfahrt ist. War hier, ne, oder? Eigentlich müssten wir hier mal begradigen, ne, weil das mit dem Reinfahren war jetzt hier so ein bisschen. Reinfahren war noch okay. Okay, ich sehe jetzt gerade nichts, weil die Kameraführung doch etwas doof ist. Das hat mal gerade so geklappt. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr aushöhlen, damit wir besser sehen, wo wir lang fahren, ne? Steigen wir ab. Nee, so steigen wir nicht ab. So steigen wir ab. Und dann. Wahrscheinlich oben abbauen, ne? Nein, ich wollte das nicht abbauen. Keinen Strom oder was sagt der, ne? Sind wir hier gerade runtergefahren, ne, oder? Das ist der andere Ausgang, ne? Ja, genau. Wir müssen den Weg hier links gehen. Da fahren wir runter. Und der ist so ein bisschen nicht so hoch. So, jetzt kann man da besser reinfahren, oder?
glaube ich, dass die Kamera jetzt vielleicht nicht so sehr schwenkt, wenn ich da drauf sitze. Wir glätten mal hier gerade. Wenn ich jetzt mal gerade das Glätten-Tool so hätte, dass es glättend wird. Ja, jetzt ist schon mal besser hier. Da rechts sind wir ja mal lang gelaufen, alles gut. Jetzt wieder abbauen. Diese Ecke muss noch weg, denke ich mal. So, dann kriegen wir auch Erde für die Zentrifuge, das ist ja auch noch gut, ne? So, ich glaube, hier geht es dann erstmal weiter, ab ins Auto. Wir fahren jetzt runter und hoffen, dass jetzt das mit der Kamera ein bisschen besser zu sehen ist. So, einmal einsteigen, einmal die Kamera passend drehen und dann da runterfahren. Ja, wollen schon rechts fahren, ne? Also der lenkt ziemlich spät, ne? Und hier ist schon wieder schlecht mit runterfahren, ne? Okay, einmal absteigen, hier den Tunnel noch mal bearbeiten. Und hier war es dann doch ein bisschen schlecht, ne? So. Und dann haben wir hier noch Klamotten, wo ich sagen würde, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen ebnen. So, da hinten steht noch ein Auto. Aber wir haben hier irgendwie keine Dinge, ich sag schon, keine Leitung für Sauerstoff. Die ist aber da hinten irgendwo zu sehen. Und hier unten sind Quarzkristalle. Und da ist. Ja, komm. Irgendwie müssen wir da jetzt gucken, dass wir da hinkommen. Aber hier geht's nicht lang. Waren diese Dinger gefährlich? Ich glaube ja, ne? Und wie wir sehen, T geht gar nicht, weil T gar nicht vorhanden ist. Das hat ja schon wieder gut geklappt, ne? Ja, wir gehen mal gerade hier durch. Da sind Kristalle. Hier ist die Linie fürs Quarz. Nee, das war falsch. C. Wollt abbauen, ne? Nicht aufbauen. Geht's da noch eine Etage tiefer? Sieht so aus, ne? Ja, aber da will ich jetzt nicht hingehen, weil ich finde da nie wieder zurück. Wir müssen erstmal wieder an Sauerstoff ein bisschen dran, ne? Dann überlegen, wo wir Gemisch herkriegen. Erstmal einmal eine Sauerstoffpipeline. Das haben wir jetzt. Und dann gucken wir mal gerade, was das hier ist. Zinkblenden, okay. Schutt. Wenn ich das halte, ja, dann geht die Astropedia auf. Aber das will ich ja gar nicht. Ich will das eigentlich abbauen, ne?
Kann ich das abbauen? Was ist denn das für ein Teil? Auch Schutt. Laterit. Das nehmen wir mal mit. Die Plattform ist auch Schutt. Sauerstoff ist noch da, oder? Ja. Was ist das? Ein Schmelzofen. Ich glaube, der ist sogar noch heile, ne? Haben wir so ein Minimierding? Haben wir wahrscheinlich auch nicht dabei. Ja, dann bringt mich das gerade auch nicht weiter. Das ist Schutt. Ich müsste jetzt Dingens finden, ne? Wie heißt das? Gemisch. Ist das da Gemisch? Ne, glaube nicht, oder? Wo ist denn die nächste Pipeline? Erstmal Sauerstoff wieder auffüllen, macht keinen Sinn so. Okay. So, Sauerstoff kriegen wir. Wieder voll. Jetzt können wir ein Stück weiter gehen da. Das war hier Zinkblende. Sind das alles Forschungsdinger hier an den Zapfen da? Ich glaube schon, ne? Aber das ist jetzt gerade. Was ist das denn da oben? Aber auch Zinkblende sah nur anders aus, aber war das gleiche. Okay, der Schritt war gerade so passend, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir besser zurück. Da fahren wir sowieso nur runter, so wie ich mich kenne. Warte, da war noch was zum Mitnehmen. Und dann müssen wir gucken, wie wir da weiter runterkommen, ne? Unser Auto müsste hier lang sein, oder? Okay, da geht's auch noch mal tief runter. Da ist das Zeug. Nee. Lieber noch mal da rechts abbiegen, weil wir da definitiv den Sauerstoff gerade haben. Der Reservetank ist mir heilig. Wir müssen darüber gehen, wenn. Da dran vorbei. Und da ist unser Wagen. Oder? Nee, der ist es. Der ist es nicht. Unser Wagen steht da. Was macht der Wagen denn hier so? Lädt der oder? Was ist das da für ein Teil drauf? Ach, das ist auch so ein Energiezeller, ne? Okay. Dann würde ich sagen, was machen wir? Zinkblende mitnehmen? Harz können wir wahrscheinlich auch gebrauchen. Harz haben wir schon mal. Sauerstoff geht zu nahe, wir müssen ja wieder an der Leitung. Ich schätze mal, das war die letzte Runde, oder? Ja, der liegt schon daneben. Dann zum Fahrzeug zurück. Jetzt hat er den runtergeschmissen, oder? Ach, guck mal, da liegen noch mehr. Ich habe nur einen runtergeschmissen. Okay. Wo müssen wir jetzt zum Auto da? Da kommt ja viele Sauerstoff wieder, das ist schon mal gut. Das dahin. Da ablegen. Auch ablegen. Das haben wir weg. War es das alles oder ist da auch noch was? Ne, da ist nichts mehr. Okay. Gehen wir wieder runter. Oder wir könnten auch hier nochmal was jetzt mitnehmen, oder? Oh ja, die Zinkblende hier, ne, oder?
Köder und Schalter sind fertig, okay. Okay. Können wir richtig schön viel abbauen hier. Fällt der schon runter? Komm, wir gehen einmal entladen, weil wir sowieso gerade wahrscheinlich ein Sauerstoffproblem haben, wollte ich sagen. Aber das ist schon so nah. Zuck. Zinkblende. 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 Haben wir schon voll? Da oben ist noch ein Platz. So, der hintere Wagen hat, glaube ich, auch noch einen Platz. Der vordere, da auch noch, aber warte mal, da waren noch hier so Dinger zum Forschen, ne? Oder? Waren das welche? Muss ich gerade gucken. Ich glaube ja. Hier, das da, was da dran hängt, das ist doch ein Forschungsteil, oder? Forschungsprobe, die nehmen wir alle mit, die können wir alle erforschen und dadurch Punkte machen, ne? Wo sind denn die jetzt? Hier waren doch eben noch ganz viele, ne? Dann sind sie weg. Okay, hier können wir das noch mitnehmen. Hä? Waren die nur temporär da, oder wie? Ne, hier ist es. Nächste Probe, ich glaube. Ganz viele sind nicht mehr da. Plätze frei meine ich jetzt natürlich, ne? Kann ich das jetzt nicht da dran machen oder was? Ja, da geht's jetzt. So. Der ist auch voll. Jetzt wieder zurück zum Fahrzeug. Gehen wir mal gerade hier Luft holen. Da ist auch noch einer, ne? Kriege ich den so mit? Wo muss ich jetzt lang? Ja, gleich habe ich mich verlaufen. Hier lang. Da lang. Ne, da ist ja die Sache, wo es runterkommt. Da sind wir auf keinen Fall mit dem Wagen runtergekommen. Das muss hier links lang sein, oder? Nee. Hier ist auch nicht. Ey, wo ist denn jetzt die Auffahrt wieder? Wir holen da erstmal Luft. Und dann müssen wir da nur nicht hinterher gehen. Und dann kommen wir da auch zum Wagen, der da vorne irgendwo steht. Hier ist die Rampe. Da ist er. So. Oh, was da? Ist das was anderes? Nee, ist auch wieder das gleiche, was wir letztens schon gesammelt haben, ne? Der ist drauf. So.
Da ist auch noch mehr. Zinkblende. Liegt schon daneben, ne? Ja. Jetzt müssen wir gerade gucken. Ich glaube, es war nur noch eine Stelle hier frei, oder? Da ist voll, gut. Das bedeutet, auf ins Fahrzeug, zurück an die Oberfläche, hoffen, dass wir hier einigermaßen wieder rauskommen. Ja, ich glaube, mit der Kameraführung ist es jetzt ein bisschen besser. Außer, dass ich gerade wieder irgendwo gegengefahren bin. Aber sonst weit, so weit sieht es eigentlich ganz gut aus. Hier müssen wir nur richtig fahren, rechts abbiegen. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden, seitdem ich den Tunnel ein bisschen höher jetzt gemacht habe. Und dann sind wir raus. Sehr schön. Da ist ein Loch, da dürfen wir vielleicht eher nicht durchfahren. Okay, hat gerade so geklappt. Keine Ahnung, welche Teile da lagen. Ressourcen geholt. Wunderbar. Die müssen wir gleich einlagern. Aber das mache ich alles offline, denke ich mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.